So, ein herzliches Grüß Gott an alle. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und ja, ich bin ja, das wissen auch eigentlich sehr viele, vielleicht aber nicht alle, deswegen ein paar Worte zu mir. Ich bin ja vor meinem Mandat im Deutschen Bundestag 27 Jahre lang Polizeibeamter gewesen. Und demzufolge bin ich in der AfD-Fraktion auch der stellvertretende politische Sprecher. Bin also im Innenausschuss tätig, weil dort ja die gesamten Themen innere Sicherheit hoch und runter gebetet werden. Ja, und demzufolge ergibt sich natürlich auch klar die Themenlage für heute Abend. Ihnen wird ja nicht nur ein Märchen aufgebunden, Ihnen werden ja mehrere Märchen aufgebunden, wenn es um die innere Sicherheitslage geht. Das größte Märchen, das man Ihnen aufbindet, ist die Behauptung, Deutschland sei so sicher wie seit 30 Jahren nicht mehr. Die Politiker der Altparteien, insbesondere natürlich der sogenannten Law-and-Order-Parteien, CDU, CSU, versuchen dann immer die Polizei, die Kriminalstatistik heranzuziehen, um Ihnen sagen zu können, dass in welchen Bereichen auch immer die Deliktszahlen gesunken seien. Sie lassen natürlich immer die Bereiche aus, wo wir einen Anstieg zu verzeichnen haben. Aber wissen Sie, ich will jetzt hier ja keinen Vortrag machen in Bezug auf Zahlen oder Statistik, weil es ist eine ewige Streiterei. Die einen nehmen den Statistikwert, die anderen nehmen den Statistikwert, um ihre jeweilige Position belegen zu wollen. Deswegen möchte ich einfach mal an Sie appellieren, wenn die Behauptung ist, Deutschland sei so sicher wie seit 30 Jahren nicht mehr, dann stellen wir uns doch einfach mal ein paar Fragen und schauen mal, wie es aussieht. Denn ich bin ein Freund davon, sich auf das zu verlassen, was Gott einem gegeben hat. Und das ist einmal ein Verstand, zum zweiten Ohren, die sehen, Ohren, die hören und Augen, die sehen können. Und wenn Sie mit offenen Augen und offenen Ohren durch unser Land gehen, dann können Sie die Fragen, die ich Ihnen stelle, jetzt auch beantworten. Die Frage ist nur, beantworten Sie mit Ja oder mit Nein. Wo vor 30 Jahren gab es in unseren Metropolen, und die Fragen sind auch gemeint, also wenn Sie mir da einen Hinweis und ein Beispiel haben, dass es das vor 30 Jahren gab, bin ich dafür dankbar. Aber wo vor 30 Jahren gab es denn bitte schön Wettungssperren oder sonstige Terrorsperren in unseren Innenstädten zur Verhinderung islamistischer Terroranschläge? Wo vor 30 Jahren sind denn Polizeibeamte durch unsere Innenstädte patrouilliert bei entsprechendem Anlass, die dann so ausgestattet waren, dass sie mehr Militär erinnert haben an den Schutzmann? Wo gab es das vor 30 Jahren? Wo vor 30 Jahren, bitteschön, hatten wir denn bei öffentlichen Veranstaltungen Frauenschutzzonen, in die sich bedrängte Frauen zurückziehen konnten, zurückziehen mussten? Wo vor 30 Jahren sind denn die Messerdelikte innerhalb weniger Jahre um bis zu 300% angestiegen? Wo vor 30 Jahren haben wir den Sicherheitsdienst gebraucht? In unseren Krankenhäusern, in unseren Freibädern, in unseren Jobcentern und in unseren Schulen. Wo? An welcher Schule? In welchem Freibad vor 30 Jahren brauchen wir die? Wo vor 30 Jahren sind denn in immer größerer Zahl oder überhaupt Notärzte, Feuerwehrleute und Rettungsdienste beim Rettungseinsatz angegriffen und schwer verletzt worden? Wo gab es das vor 30 Jahren? Wo sind vor 30 Jahren fast schon, könnte man sagen, reihenweise Lehrer von ihren Schülern ins Krankenhaus geprügelt worden? Wo vor 30 Jahren, bitteschön, sind denn in schöner Regelmäßigkeit Menschen vor einfahrende Züge gestoßen worden? Und wo ist damals nicht mal Rücksicht genommen worden auf Frauen und Kinder? Sie erinnern sich an den Fall in Frankfurt, wo ein 8-jähriger Junge gestorben ist und die Mutter es verletzt überlebt hat. Und Sie sehen, ich könnte jetzt so ewig weitermachen, aber ich will eine abschließende Frage schon noch stellen, weil die diesen Sicherheitswahnsinn doch wirklich auf den Punkt bringt. Wo vor 30 Jahren, bitteschön, war denn mit Billigung und Duldung aller staatlichen Institutionen der Verkauf harter Drogen in einem öffentlichen Park zulässig und wurde nahezu unbehelligt umgesetzt? Ich spreche auf die Görlitzer Park in Berlin an. Und diese Fragen, die können wir alle mit Nein beantworten. Das gab es vor 30 Jahren alles nicht. Und deswegen beweist das eines.
all die Brücken in unserem Land, die sagen, da kann was nicht stimmen. Das, was die behaupten, passt nicht. Es deckt sich nicht mit meiner Wahrnehmung. Diese Bürger haben Recht. Sie werden belogen. Die Wahrheit ist, dass Deutschland so unsicher ist wie noch nie vorher. Und wir, die AfD, sind angetreten, um das entsprechend zu ändern, weil, um die Sicherheitslage nachhaltig zu verbessern, braucht es gar nicht so viel. Es braucht nur Politiker, die bereit sind, die Ursachenanalyse ideologiefrei zu betreiben, die einfach die Fakten anschauen, wie sie sind, und nicht nach der Devise verfahren, und das tun eben alle anderen Parteien außer der AfD, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Das Paradebeispiel war wieder einmal Stuttgart, als man uns allen erzählen wollte, dort haben die Party- und Eventszene zugeschlagen. Und unser Glück war, dass wir sehr viele Tatvideos noch recht zeitnah schon im Netz sehen konnten. Und da war doch für jeden erkennbar, dass die Täter überwiegend gebrochen Deutsch sprachen, dass sie Allah Akbar schreiend Angriffe auf Polizeibeamte und auf entsprechende Fahrzeuge und Einrichtungen vorgenommen haben. Und der andere Teil der Täter, der schrie Fuck the Police und Fuck the System, hatte linksextremisten typisch Vermummungsgegenstände angelegt und ist so mit brachialster Gewalt gegen Polizeibeamte vorgegangen. Und Stuttgart muss jetzt wirklich auch dem Letzten gezeigt haben, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Und mir geht es da insbesondere auch um diejenigen, die glauben, dass CDU, CSU, aber auch noch was im Ansatz mit seriöser Sicherheitspolitik zu tun haben könnte. Stuttgart ist der Beleg eines Totalversagens im Bereich der Sicherheits-, der Migrations- und der Integrationspolitik. Und genau das bedarf dringend einer Korrektur. Einstein wird das Argument zugeschrieben, immer das Gleiche tun und auf ein anderes Ergebnis hoffen. Das ist Wahnsinn. Und ich möchte den Bürgern dieses Landes raten, seid nicht wahnsinnig. Wenn ihr wollt, dass endlich wieder eine Sicherheitspolitik, eine Migrations- und eine Integrationspolitik betrieben wird, die im Interesse der deutschen Bevölkerung ist, dann könnt ihr nicht die wählen, die für diesen ganzen Schlamassel verantwortlich sind. Es wird sich nichts ändern, wenn weiter die Altparteien gewählt werden, denn die haben die letzten 70 Jahre die Sicherheitspolitik in unserem Land bestimmt und insbesondere die CDU im Bund und wir in Baden-Württemberg haben es auch im Land mit dem schwarzen Innenminister Strobel. Diese Leute sind unfähig, ihre Sicherheit zu garantieren. Diese Leute setzen nicht um den originären Auftrag des Staates, nämlich für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen. Und diese Realität muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Wir alle haben Verantwortung als Bürger, wir sind mündige Bürger dieses Landes. Wir wählen und sorgen über die Wahl der politischen Parteien dafür, welche Sicherheitspolitik in unserem Land betrieben wird. Und wenn wir alle erkennen, dass es so nicht weitergehen kann, dann müssen wir eben auch die Wahlentscheidung entsprechend ausrichten. Wissen Sie, das Entscheidende ist doch, es wird uns ja immer unterstellt, die AfD habe keine Konzepte, die AfD würde fragwürdige Werte vermitteln und teilen, also ich spreche jetzt von allem Möglichen, was uns da unterstellt wird. Wir wären für Ausgrenzung, wir wären, wenn man schlimmer formuliert, die Gegenseite fremdenfeindlich etc. pp. Aber das trifft die Wahrheit in keinster Weise. Ich kann Ihnen das ganz klar sagen. Denn die AfD ist das Gegenteil von fremdenfeindlich. Die Position der AfD war und ist und wird auch immer sein, dass wenn Bürger, egal woher sie kommen, Menschen, egal woher sie kommen aus dieser Welt, wenn sie nach Deutschland berechtigt einreisen, und der Schwerpunkt liegt ja auf berechtigt, das heißt, sie haben aus irgendeinem Grund das Recht, hier zu sein, ein Aufenthaltsziel. Wenn sie einreisen, wenn sie die
Chancen unseres schönen Landes erkennen, wenn sie die Ärmel hochkrempeln, durch ihre eigene Hände Arbeit, sich eine Existenz aufbauen, sich selbst und ihre Familie, ihre Kinder und ihre Enkel zu wertvollen Mitgliedern unserer Gesellschaft machen. Wenn sie mit uns leben wollen, statt gegen uns, weil sie unsere Grund- und Werteordnung teilen und eben nicht eine Parallelgesellschaft aufbauen wollen, all die Menschen, die das tun, die mit uns leben wollen, die sich vollumfänglich integrieren, die waren schon immer herzlich willkommen und das werden sie auch immer sein. Wogegen wir uns wehren, das ist die illegale Massenmigration, die verheerende Folgen für unser Land zeitlich, nicht nur im Bereich der inneren Sicherheit, auch im Bereich der sozialen Sicherungssysteme, der Arbeitsmarkt etc. pp. Also Sie sehen, wir sind die, die auf die Interessen der Bürger schauen, der Bürger, denen ihr Land am Herzen liegt, die wollen, dass eine Politik im Sinne und für ihre Kinder, für ihre Liebsten und für ihre Enkel gemacht wird. Und die AfD ist und bleibt die einzige Partei, die genau eine solche Politik umsetzt. Und lassen Sie bitte auch nicht erzählen, wir hätten keine Konzepte oder wir hätten überhaupt gar nichts Produktives beizutragen. Wer so argumentiert, sowohl von den Medien als auch von Seiten der Altparteien, der ist schlicht und ergreifend verzweifelt. Der muss zum Mittel der Lüge greifen, um noch einigermaßen uns stoppen zu können. Aber das beweist uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Fakt ist, und da rate ich jedem mal, die entsprechenden Lebensläufe zu vergleichen. Sie sind öffentlich, die Lebensläufe der Bundestagsabgeordneten, da können Sie reinschauen, können sehen, was die Menschen geleistet haben, bevor sie ihr Mandat erhoben haben. Und da vergleichen Sie mal die Lebensläufe und die berufliche Zusammensetzung zum Thema Kompetenz der AfD mit den anderen Fraktionen, insbesondere Links-Grün-Rot, kann da nicht mal im Ansatz mithalten. Und wir haben bei uns alles drin, alles. Die Fraktion im Deutschen Bundestag ist wirklich Polizisten, Soldaten, Richter, Unternehmer, Handwerker, Juristen, also alles, was man sich vorstellt. Wir sind wirklich ein Querschnitt der Bevölkerung. Und wissen Sie, wer direkt aus dem Leben kommt, wer direkt weiß, was Sache ist, der weiß natürlich auch, was geändert werden muss, damit endlich eine Politik verfolgt wird in diesem Land, die zum Wohle von uns allen ist. Und die anderen Parteien sind entweder nicht in der Lage, weil sie die Kompetenz nicht haben, Lebensdauer vergleichen, oder sie sind schon viel zu lange weg von der Basis, viel zu lange weg vom Volk. Sie nehmen die wirklichen Probleme gar nicht mehr wahr. Und das ist genau das Problem. Wir AfDler, wir würden im Leben nie Politiker werden, keiner von uns. Wir waren froh und glücklich in unseren Jobs. Gerade ich als Polizeibeamter, ich war kein Polizeibeamter. Aber dann ab 2008, 2009, 2010 mussten wir ja alle feststellen, dass im Rahmen der Euro-Rettung offensichtlich etwas schief lief. Man hat Verträge, geltende Verträge gebrochen, geltendes Recht gebrochen. Und insbesondere für Polizeibeamten war das schwierig zum Arbeiten. Ich war ab 2010, also ich war 20 Jahre lang operativ auf der Straße, ab 2010 dann auch in der Außenfortbildung tätig. Und ich musste dann quasi jeden Tag den jungen Beamten beibringen, haltet euch an Recht und Gesetz, was natürlich richtig und unverzichtbar ist für einen Rechtsstaat. Aber gleichzeitig musste ich zur Kenntnis nehmen, dass die ganz oben genau das Gegenteil taten. Und sie haben es ja auch so begründet. Sie haben gesagt, wir sind in einer Ausnahmesituation, dann müssen wir das jetzt tun, weil sonst geht der Euro kaputt. Das ist nichts anderes als eine opportunistische Politik. Das hat nichts mehr mit Recht und Gesetz zu tun. Der richtige Gang wäre gewesen, man stellt ein Problem fest, man ändert die geltenden Gesetze mit Mehrheiten und dann erst handelt man danach. Und diese Euro-Rettung war das erste Mal, als man sich von diesem Grundprinzip als Rechtsstaat verabschiedet hat. Und wissen Sie, mit uns als AfD ist sowas eben nicht zu machen. Ich für mich habe gesagt, also immer nur am Stammtisch sich aufregen, das bringt man nichts mehr. Und man muss auch aktiv werden. Das ist eine ganz wichtige Botschaft auch an Sie alle hier, sofern Sie es noch nicht sind. Ich sehe ja einige, die sehr aktiv schon sind, aber die, die bisher noch nicht so recht wissen und vielleicht auch überlegen sind, wir brauchen jeden Einzelnen. Wir sind, und auch wenn sich das jetzt dramatisch anhören mag, aber das ist so, wir sind quasi in einer Art Endkampf, wo die AfD das einzige Bollwerk noch darstellt,
dass die Interessen der deutschen Bevölkerung wahrt, sich für diese Interessen einsetzt und schaut, dass die auch zum zentralen Mittelpunkt einer Politik werden. Wenn Sie sich allein das anschauen, was jetzt in Berlin passiert ist, dann muss jeder verstehen, wohin die Reise geht und wie weit wir nicht vorbei sind. Wissen Sie, ich spreche auf die Demo an, das letzte Wochenende. Ich war jemand, der lange überlegt hat, wo hochgehen soll, und auch der ausschlaggebende Punkt war dann der, als der Innensenator von Berlin begeistert gesagt hat, er verbietet diese Demonstration mit der Begründung, er wird es nicht noch einmal zulassen, dass Berlin zur Bühne von Reichsbürgern, Verschwörungstheoretikern und Ähnlichem wird. Da muss doch jedem Bürger klar sein, meine Herr war bei der SPD, insofern verwundert es eigentlich wirklich, dass das Kinder ist, aber der versucht jetzt genau das in der praktischen Politik umzusetzen. Der geht jetzt hin und verwendet Demonstrationsverbote dazu, um regierungskritische Meinungen mundtot zu machen. Und eins muss uns doch klar sein, und da draußen sind ja auch ein paar Schreihälse. Demokratie bedeutet doch genau, Meinungen auszuhalten, die konträr zu meiner eigenen sind. Aber solange sie nicht gegen Strafgesetze verstoßen, muss ich zulassen, dass diese Meinungen auch geäußert werden, dass sie auch im Rahmen von Demonstrationen selbstverständlich nach außen getragen werden können. Ich war jetzt in Berlin oben, da waren alle möglichen Menschen, es war ein Querschnitt der Bevölkerung, Esoteriker, Blumenkinder, da war alles dabei, alles, wirklich alles dabei. Und genau diese Demonstration wollte Geisel verbieten. Und das muss doch die allerhöchste Alarmstufe für jeden Demokraten sein. Das ist doch die Fortsetzung der Politik, die diese Leute, die Antifa auf der Straße betreibt, die wollen doch nur eins, Leute, den Meinungskorridor so verengen, dass sich kein Vernünftiger mehr traut, eine andere Meinung zu äußern, als die, die von denen vertreten wird. Wahre Demokraten, ich sag's nochmal, ich war jetzt viel im Rahmen der Sommerkampagne unterwegs im Land, diese Schreihälse, da haben wir immer Glück gehabt. Wir waren mit Infomobil unterwegs, die Polizei hat teilweise 15 Meter an uns rangelassen. Die haben uns versucht, niederzubrüllen, niederzupfeifen. Wahre Demokraten, die hören einander zu, anstatt dem anderen niederzubrüllen. Wahre Demokraten vertrauen auf die Macht der Argumente und der Fakten, anstatt auf dumpfe Parolen. Was meine ich mit dumpfe Parole? Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Immer dieses Geschätz. Als ob wir in irgendeiner Form, aber auch mit Ansatz so etwas vertreten würden, die versuchen, auf antidemokratische Art und Weise berechtigte Anliegen der Bürger niederzuwalzen. Und das ist etwas, was wir uns als anständige und aufrechte Bürger dieses Landes nicht weiter gefallen lassen dürfen. Und deshalb, sofern sie es noch nicht sind, werden sie aktiv, bringen sie sich ein, wenn wir jetzt nichts tun. Wenn wir jetzt nicht wirklich aufstehen und sagen, das reicht jetzt, dann werden wir in 5 bis 10 Jahren in einem Land leben, das wir heute noch gar nicht für möglich halten. Gott sei Dank ist es so, dass natürlich, es war absehbar, die Gerichte zumindest teilweise in Deutschland noch funktionieren, insbesondere die Verwaltungsgerichte. Und natürlich war es so, dass mit dieser Begründung, die das Demonstrationsverbot natürlich aufzuheben war. Weil man kann einfach eine Demo nur verbieten, wenn wirklich massivste Gefahren drohen, und die lagen halt nun mal einfach nicht vor. Und ich darf mal daran erinnern, dieser Geisel, der will friedliche Bürger die regierungskritische Meinungsäußerung verbieten. Aber hat gar kein Problem mit Al-Quds-Demonstrationen jedes Jahr in Berlin. Al-Quds-Demonstrationen, wo wirklich Israel-hassfreies, Juden-hassfreies Lauf gelassen wird, dieser Staat in der Hauptstadt macht es nicht zu gehen. Black Lives Matters hat niemanden interessiert, wie die Mindestabstände waren. Das Thema hat offensichtlich gepasst und deshalb hat man die Leute einfach laufen lassen. Und bei regierungskritischen Demonstrationen, jetzt zum Beispiel Corona-kritisch, da kommt man dann und sagt, halt stopp, die Mindestabstände sind nicht eingehalten und jetzt lösen wir auf. Und diese Ungleichbehandlung, die ist inakzeptabel, muss von jedem kategorisch abgelehnt werden. Und wir als AfD
sich einzwingen, diese Meinung auch standhaft vertreten und es auch entsprechend nach außen tragen. Und wissen Sie, es ist ja so, warum gibt es denn keine AfD-Streitsätze? Warum gehen wir denn nicht zu Veranstaltungen der Linken oder der SPD oder der Grünen und versuchen, die niederzuschreiben? Und zum einen sicherlich deshalb, weil wir alle mitteleuropäische Erziehung genossen haben und wir eben als wahre Demokraten erzogen worden sind. Man schreit andere Menschen nicht nieder, man hört ihnen zu. Aber das Zweite, warum wir das gar nicht nötig haben, ist doch ganz klar. Wir, wenn wir etwas vortragen, wenn wir Kritik üben, dann halten wir uns an die Faktenlage. Wenn wir nur Auseinandersetzungen auf der Faktenbasis hätten in diesem Land, dann hätte die AfD schon lange gewonnen. Die Gegenseite weiß das aber und argumentiert immer postfaktisch. Sie kommt immer und geht gar nicht auf die Faktenlage ein, insbesondere im Bereich der inneren Sicherheit. Was will man denn gegen diese Fragen, die ich gestellt habe, antworten? Was will denn einer sagen? Er kann nicht schlecht hinstehen und sagen, nein, das hat man früher auch schon. Dann würde ich ja lügen. Also deswegen, wir halten uns an die Fakten und die anderen versuchen das eben anders. Sie können sich gar nicht an die Fakten halten. Wir sind aber von einem zwingend überzeugt. Die Lüge, die mag den Sprint gewinnen. Aber die Wahrheit gewinnt immer den Marathon. Und deshalb, weil wir für Fakten stehen, weil wir für Wahrheit stehen, wissen wir auch, dass die AfD nicht mehr aufzuhalten sein wird. Mal noch auf bestimmte Spezifikas eingehen zur inneren Sicherheitswache. Lass uns das ein oder andere mal ein bisschen genauer anschauen. Ich habe mir schon gesagt, das ist in dieser 30 Jahren, ich könnte auch vergessen. Die zweite Lüge ist, die größte Sicherheitsgefahr geht vom Rechtsextremismus aus. Auch das hält einer Faktenüberprüfung nicht stand. Ich erkläre Ihnen das ganz ruhig und ganz nüchtern. Was wahr ist, ist, dass wir Anschläge, Amokläufe hatten, die rechtsextremistisch motiviert waren, die zu einer Vielzahl von Drogen geführt haben. Das ist inakzeptabel, solche Täter sind unbewusst zu verfolgen und abzuurteilen. Weil die AfD sagt, wir akzeptieren überhaupt gar keinen Extremismus, egal ob links, rechts oder islamistisch. Extremisten sind eine Gefahr für unsere freiheitliche Gesellschaft und deshalb sind diese mit aller Konsequenz zu bekämpfen. Aber jetzt kommen wir zu dem bestimmten Punkt. Warum ist der Rechtsextremismus eben gerade nicht die größte Sicherheitsgefahr? Nun, wenn wir uns die einzelnen Taten anschauen und wir haben die wirklich, glauben Sie mir, die Gegenseite war massiv daran interessiert, hier ein strukturelles Rechtsextremismusproblem zu konstruieren. Wir haben das im Innenausschuss des Deutschen Bundestages wirklich bis zum Exzess aufgeklärt, diese Daten. Mal kurze Frage, hört ihr das nur so oder kommt es euch tatsächlich mit Unterbrechung an? Aber ihr hört es. Fakt ist, es gibt keinen strukturellen rechtsextremistischen Unterbau. Diese Täter, so schön die Taten waren, haben sich selbst im Internet radikalisiert und haben dann ihre bestialischen Taten entsprechend umgesetzt. Ein strukturelles Rechtsextremismusproblem, eine Struktur, wo sie unterstützt worden wären, gefördert worden wären, gab es nicht. Jetzt schauen wir uns mal die anderen Extremismusbereiche an und hier insbesondere mal den islamistischen Terrorismus. Weil das ist zwingend, dass ich schaue, wie unterscheiden sich denn diese einzelnen Extremismusphänomene. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, dass der Islamismus bei uns stetig auf dem Vormarsch ist. Die Zahl der Salafisten. Salafisten, das sind Islamisten, die wollen einen islamischen Gottesstaat in Deutschland errichten. Das sind im Kern Verfassungsfeinde. Wir haben mittlerweile die 12.000er-Marke geknackt. Vor der Grenzöffnung 2015 lagen wir bei 6.600. Die Zahl hat sich fast verdoppelt. Die Zahl der Gefährder, das sind jene Personen, von denen uns die Sicherheitsbehörden sagen, es ist überhaupt gar keine Frage mehr, ob die einen Terroranschlag begehen, die Frage ist nur noch wann. Die lag vor 2015 unter 200 und sie liegt jetzt bei
660. Die Zahl hat sich vervierfacht. Das allein belegt schon, dass wir hier ein massives Sicherheitsproblem haben. Aber ich will es auch mal von der potenziellen Opferseite her beleuchten, weil das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Kriterium, jetzt darum geht zu bewerten, was ist die größte Sicherheitsgefahr in unserem Land. Es gab einen vereitelten Medizinanschlag in Köln. Dort ist ein islamistisches Pärchen hingegangen und hat Rizinsamen, ganz normale biologische Samen, ja, angefangen damit, in einen biologischen Kampfstoff umzuwandeln und wollte diesen Kampfstoff mittels schmutziger Bombe in die Bevölkerung ausbringen. Und die sind natürlich vor Gericht gekommen und im Gerichtsverfahren wurde dann die Frage gestellt, was wären denn im Worst-Case-Fall die Opferzahlen gewesen? Und der BKA-Gutachter war in seiner Aussage eindeutig. Hätten die alle zur Verfügung stehenden Samen in biologische Kampfstoff umgewandelt und entsprechend in der Bevölkerung ausgebracht, wäre im aus Sicht der Islamisten günstigsten Fall 13.500 Tote zu beklagen gewesen und nochmal 13.500 Verletzte. In Summe 27.000 Opfer durch einen einzigen islamistischen Anschlag. Das sind die Dimensionen, über die wir uns unterhalten, wenn wir über islamistischen Terrorismus reden. Es ist und bleibt eine Tatsache, die größte Gefahr für die Sicherheit, für uns alle in unserem Land, ist und bleibt der islamistische Terrorismus. Und wir sind aufgerufen, nachdem die Altparteien in einer wirklich inakzeptablen Weise hier versagen, die entsprechenden Maßnahmen umzusetzen, um diesen Phänomenbereich so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen. Und ein zentraler Aspekt ist und bleibt nun mal das, was wir schon seit quasi 2015 ununterbrochen fordern. Wir haben es aber auch schon gefordert. Leute, wir dürfen nicht zulassen, dass eine Vielzahl von Menschen in unser Land kommt, die keinerlei Identitätspapiere hat und die dann, ein Teil von denen zumindest, in unserem Land auffällig werden, entweder als Islamisten, als Terroristen, als Extremisten, welcher Art auch immer, oder als Gewaltverbrecher. Das ist der springende Punkt. Offene Grenzen führen zu Not und Elend im Inland. Sie erinnern sich noch an die Diskussion, als Vertreter unserer Partei gefordert haben, wir müssen unsere Grenzen schützen und wir müssen dort eben auch notfalls mit der Waffe unsere Grenze verteidigen. Das ist uns nicht alles vorgeworfen worden, aber wir alle sehen jetzt, 5 Jahre danach, haben wir es eben nicht geschafft. Anstatt unsere Grenzen mit bewaffneten Kräften zu schützen, müssen wir jetzt unsere Innenstädte mit bewaffneten Kräften schützen. Und ich sage Ihnen ganz klar, diese Leute an der Grenze zum Schutz und zur Abwehr der falschen illegalen Zuwanderer, das wäre allemal besser gewesen. Und es ist ja so, dass der Grenzschutz das alleine nicht macht. Also, ich will es mal andersrum machen. Die wollen jetzt, die Bundesrepublik geht jetzt wieder hin, in Persona Seehofer und sagt, wir brauchen ein völlig neues Schengen-System, wir brauchen ein völlig neues Migrationssystem. Und es schwebt ihm vor, dass der solche Transitzentren an der Außengrenze von Europa macht. Das heißt, die kommen rüber, schlagen auf. Und dann wird entsprechend in einem Schnellverfahren geprüft, ob die Anbieter Asyl haben. Wenn nicht, werden sie zurückgeschickt, wenn doch, werden sie in Europa verteilt. Und jetzt wird Ihnen jeder Praktiker, da können Sie fragen, wenn Sie wollen, wird Ihnen sagen, dass das komplett zum Scheitern verurteilt ist. Warum? Na, weil die ganzen Anrainerstaaten diese Regelung ablehnen. Die wollen diese großen Transitzentren nicht auf ihrem eigenen Hoheitsgebiet haben. Es scheitert schon mal an den Staaten in der EU. Aber das ist, wie hier Politik gemacht wird, das müssen Sie verstehen. Da wissen die, dass das nie und nimmer klappt, aber gehen trotzdem in Verhandlungen rein, wo wir jetzt schon wissen, das wird nicht funktionieren. Stattdessen arbeiten sie an einer Erweiterung des Migrationspaktes, damit noch mehr Ungehindert reinkommen können. Und ich sage Ihnen, und das muss auch mal in aller Deutlichkeit gesagt werden, weil uns vorgeworfen wird, ja, ihr weist hier Flüchtlinge an, ihr seid inhuman, ihr seid unmenschlich, und der Oberamt von den Kirchen, wenn es dann vorgeworfen wird, wir würden gegen das Gebot der Lebensmittel verstoßen. Schauen wir uns doch auch hier mal die Fakten an. Wem helfen wir denn in Wirklichkeit? Wir helfen doch überwiegend jungen Männern, die topfit sind, die Tausende, teilweise 10.000 Kilometer zu Fuß zurücklegen können, die auch nicht zu den Ärzten dieser Welt gehört haben, denn sie haben
Tausende, teils Zehntausende von Euro an ihre Strecke bezahlt. Und vor allem nach Erreichen eines sicheren Drittstaates reisen sie in das Land weiter. In diesem sicheren Drittstaat droht ihnen keine Gefahr mehr. Daher der Begriff sicherer Drittstaat, reisen sie in das Land weiter, ist die höchste Sozialleistung bezahlt. Das ist eine der größten Lügen unserer Zeit. Solche Menschen, das sind keine Flüchtlinge. Denn der Fluchtbund entfällt in sicheren Drittstaat. Sie reisen weiter und werden damit automatisch zu illegalen Armutsmigranten. Und diese Tatsache muss auch in dieser Deutlichkeit benannt werden. Wenn Sie sich jetzt mal anschauen, dass die Leute doch im Kern, wissen Sie, zum Thema Menschlichkeit oder Nächstenliebe, wem müssen wir denn helfen? Wir müssten doch eigentlich den Schwächsten helfen. Und die Schwächsten, das sind die, die diesen Weg überhaupt gar nicht auf sich nehmen können. Das sind die Frauen, die Kinder, die Alten, die Kranken, die Gebrechlichen, die in diesen Lagern festsitzen, denen niemand hilft. Dazu kommt, dass dieses Prinzip Survival of the Fittest, das wir gerade betreiben, natürlich jedes Jahr tausende Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt. Diese Migrationspolitik führt nachweislich zu Toten. Im vierstelligen Bereich. Wir hatten es heute keiner erklären können, wie die Kirche die Schütze haben können, sich hinstellen können und uns erklären wollen, dass das nichts mit Nächstenliebe zu tun hat, dass das inhuman wäre. Das Gegenteil ist doch wichtig. Die Politik, die derzeit betrieben wird, hat doch mit Nächstenliebe nichts zu tun. Die ist doch zutiefst inhuman. Wir lassen die wirklich Bedürftigen sich überlassen, sie sich selbst und helfen denen, die sowieso genug Geld, körperlich am fittesten sind und sich sowieso selber helfen könnten. Und wir sind nicht mehr bereit, diese Form der Migrationspolitik weiter hinzunehmen. Und eine kleine Antwort sei mir noch erlaubt. Ich lasse mich ja gerne kritisieren, aber erstens auf der Basis von Fakten, zweitens von Menschen, die ihre eigenen Überzeugungen, ihre eigenen moralischen Maßstäbe auch leben. Und die beiden Kirchenfürsten der evangelischen und auch der katholischen Kirche, also ab dem Tag, wo die vom Tempelberg, wo ich das Bild gesehen habe, wo die auf dem Tempelberg das Symbol unseres christlichen Glaubens freiwillig abgelegt haben, nämlich das Kreuz, mit der Begründung, ja, wir wollten nicht provozieren. Also, ich erwarte von jedem in dieser Position, dass er hingeht und seinen Glauben offensiv vertritt. Und dazu gehört, dass er das Kreuz nicht freiwillig ablegt. Ich erwarte sogar von Menschen in dieser Position, die uns belehren wollen, dass selbst dann, wenn ihnen Gefahr droht, wenn ihnen angeboten wird, legt das Kreuz ab. Sonst passiert etwas, aber nicht, dass sie zu ihrem Glauben stehen, dass sie den Glauben verteidigen und sagen, nein, ich werde das Kreuz nicht ablehnen. Und solange sie das nicht tun, solange diese Leute das nicht tun, haben sie nach meiner festen Auffassung in keinster Weise das Recht, uns über irgendwie Nächstenliebe und Ähnliches zu belehren. Aber ich will noch jetzt haben wir bei Migration ziemlich viel. Was müssen wir machen? Wir müssen die Grenzen zumachen. An eins, was müssen wir als allererstes machen? Das Wichtigste von allem, wir müssen die Geldleistungen und Sachleistungen ersetzen. Dann ist der Magnet abgestellt, dann ist ein Ende mit der Zuwanderung nach Deutschland. In dem Moment, wo wir das tun, machen die alle was? Die biegen ab in die Länder, die eben noch Sozialleistungen, Geldleistungen austragen. Und macht euch bitte keine Sorgen, die wegen den Sozialleistungen hergekommen sind. Die werden wir ohne jegliche Zwangsmaßnahmen sofort wieder los, weil die nämlich plötzlich in andere Staaten ausweichen. Zweitens, Grenzen zu machen, habe ich schon gesagt, nicht ohne Vorordnung, wir müssen den anderen Staaten sagen, pass auf Leute, zu uns kommt nichts mehr durch. Also macht bitte eure Grenzen zu, sonst werdet ihr dort sitzen bleiben. Das kommt an, das verstehen die. Österreich hat zur Zeit von Kickl eine Grenzübung gemacht, den Süden. Hat die südlichen Anrainer waren stark daran interessiert zu sagen, oh ja, lasst uns mal mittrainieren. Damit ihr, wenn es soweit ist, wenn ihr zumacht, dass wir dann rechtzeitig auch bei uns zumachen. Das Dritte ist, was wir auf jeden Fall machen müssen, wir brauchen sichere, damit diese Anreise über das Mittelmeer überhaupt gar nicht mehr stattfindet, brauchen wir gesicherte Zonen auf dem afrikanischen Kontinent, in Krisennähe. Den Leuten muss vor Ort geholfen werden. Das muss oberste Priorität haben. Weil, ihr erinnert euch noch an dieses Facharbeitermärchen, das wir uns erzählen wollten.
Ich habe schon damals nicht verstanden, es ist ja jetzt nicht so gewesen, war für uns jetzt nicht überraschend, dass da doch nicht nur Raketentechnik und Zahnärzte gekommen sind, aber mich hat damals schon gewundert, selbst wenn es so gewesen wäre, was hätte das denn bedeutet? Wir hätten all diese Staaten beraubt ihrer Humanressourcen. Die hätten überhaupt gar nicht mehr die Kapazität, ihr Land aufzubauen, wenn wir die Elite dort unten in dieser Art und Weise abziehen würden. Und auch das ist ein Kritikpunkt und ein Fehler der derzeitigen Migrationspolitik, sondern sie sich auf diesen Bereich beziehen. Also, und wenn wir das getan haben, dann hat sich im Endeffekt alles erledigt. Die Leute wissen, wir kommen da nicht mehr nach Europa durch, weil dort kriegen wir nur Sachleistungen, das wollen wir nicht. Die Leute wissen, wir haben gesicherte Zonen in unserer Krisenlinie, die sie sich begeben können, wo sie sicher sind. Dort muss dann natürlich auch entsprechend für die Leute gesorgt werden. Dort muss dann entsprechend der Asylantrag gestellt werden und dort gilt es entsprechend zu prüfen. Wir haben also keine Toten im Mittelmeer mehr und wir haben die ganzen Probleme, die wir derzeit haben im Inland, unterschiedlichster Form, sind erledigt. Und jetzt fragt sich natürlich jeder verdammt nochmal, warum machen die das denn nicht? Warum? Es ist doch logisch und eingängig, warum machen die es nicht? Nun, zum einen haben wir, das gebe ich ganz offen zu, ein Problem mit dem Europäischen Gerichtshof, der immer abstrusere Entscheidungen trifft, insbesondere auch was Flüchtlingsrückführungen angeht, der immer abstrusere Entscheidungen trifft, wenn es darum geht, selbst innerhalb der EU Personen zurückzuführen. Ihr müsst euch vorstellen, dass Richter teilweise verbieten, dass wir aus Deutschland Personen nach Italien oder Spanien rückführen, weil die dort zuerst das europäische Festland betreten haben. Das ist derzeit die Situation. Also wir werden da schon ein bisschen auch Druck aufbauen müssen, auch was die Rücknahme und die Abschiebung angeht. Es kann ja nicht hingenommen werden, dass wir hier ständig, wir haben derzeit über 270.000 Personen, die überhaupt gar kein Recht haben, hier zu sein. Null. Die Verfahren sind durch, Ende erledigt, die müssen unser Land verlassen, sie verlassen es nicht. Und wir zahlen noch weiter für diese Menschen. Ein absolutes Unding. Und kommen wir bitte keiner damit, ja, das sei eben so. Es ist mitnichten so. Man kann auch diese starke Abschiebehindernisse, dieses tolle Beispiel, wo Sie immer sagen, ja, wenn die keine Papiere haben, was soll man denn machen? Und ich sage Ihnen, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Es kommt auf das politische Führungspersonal an. Wenn Sie einen Innenminister haben, der hier sagt, ich setze das um, dann gehen Sie auf diese Blitzschaden zu. Und dann sagen Sie denen im ersten Schritt, also entweder sorgen Sie für die Passersatzpapiere oder ihr kriegt von uns keinen Cent mehr an Entwicklungshilfe oder sonstigen Fördergeldern. Wenn das nicht reicht, setzen wir einen drauf und sagen, den Übrigen werden wir uns dafür einsetzen, dass die ganze EU das nicht mehr macht. Und wenn das auch nicht reichen sollte, wobei es wird reichen, aber sollte das auch nicht reichen, machen wir es wie die Schweiz. Was macht die Schweiz? Na, die gibt denen einfach keine Visa mehr. Vom Präsidenten bis zum letzten runter betritt keiner mehr europäischen Boden. Da wollen wir doch mal sehen, ob die nicht reagieren. Natürlich werden sie reagieren. Was Sie als Botschaft mitnehmen müssen, ist, dass das, was die Politiker der Altparteien behaupten, dass es keine Lösungen gäbe, dass das Ausflüchte sind, dass sie sich bequem machen. Warum machen sie sich bequem? Weil sie ihre Interessen nicht mehr im Blick haben. Weil sie in Berlin viel zu lange schon von den wahren Problemen wechseln. Und für uns, für die Leute von der AfD, gilt das eben nicht. Im Übrigen sind wir auch immer noch weiter mit der Basis eng verbunden. Also ich habe noch intensivsten Kontakt zu meinen Kollegen. Deswegen weiß ich auch, wie es in Stuttgart zugegangen ist bei diesen Gewaltexzessen. Und wir kommen auch immer wieder zurück in unseren Wahlkreis und schauen unseren Kindern in die Augen. Und deshalb wissen wir, warum wir dort oben sind. Wir machen das primär nicht für uns selbst, sondern weil wir unseren Kindern eine vernünftige Zukunft sichern wollen. Und das ist der zentrale Unterschied. Das ist der zentrale Unterschied im Charakter der Politiker. Und ich sagte vorher, der Fisch steht vom Kopf her. Wer also will, dass das wieder funktioniert, der muss dafür sorgen, dass die politische Führung entsprechend mit Personen besetzt wird, die wieder aus Überzeugung handeln, die die Richtigkeit einer Sache erkennen, die sich an Fakten orientieren und das Richtige für unser Land machen. Und das Richtige für unser Land bedeutet, wenn wir uns jetzt mal die Geschichte Stuttgart anschauen, darauf muss ich ja noch kommen, wir haben mittlerweile Ergebnisse raus, 50 Tatverdächtige, 80% Nichtdeutsch oder Migrationshintergrund. Und wenn ich das sage, hat das nichts mit Rassismus zu tun. Das ist schlicht und ergreifend die Faktenlage, das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist niemals rassistisch. Es ist einfach nur die Wahrheit. Und wir müssen uns mit der Wahrheit auseinandersetzen. Was bedeutet das? Die eine Hälfte dieser
80% hatte eindeutig Flüchtlingsbezug. Das Problem wäre also gar nicht aufgetreten, hätte man die Sicherheitspolitik betrieben, die AfD von Anfang an wollte, nämlich um Grenzen zu kontrollieren. Dann wären diese Leute gar nicht in unser Land gekommen. Und der zweite Bereich, das waren die Leute, zweite, dritte Generation von Migranten, die sich eben nicht integriert haben, die Parallelgesellschaften sich entsprechend sich dort sozialisiert haben und die ihre Staatsfeindlichkeit und ihre Polizeifeindlichkeit an diesem Abend einfach freien Lauf gelassen haben, um nicht missverstanden zu werden, eine Vielzahl von Migranten, die wir in den 60ern, seit den 60ern aufgenommen haben, die haben sich in unser Land hervorragend integriert. Und die geht es gar nicht. Im Gegenteil, die Politik der AfD ist im Interesse genau auf dieser Migranten, die sich in unser Land integriert haben, weil die können nicht mit diesen Islamisten, mit dieser Gewaltverbrechung in einen Topf geworfen werden wollen. Das kann nicht in deren Interesse liegen. Im Übrigen, glauben Sie uns mal, wir sind ja, die AfD wird ja von den Migranten am meisten gewählt, wir haben die höchsten Stimmanteile, genau in diesem Bereich. Und das hat ja alles seinen Grund, weil die mussten damals alles selber machen. Denen hat keiner geholfen. Denen sind nicht Unsummen sozusagen hinterhergeworfen worden. Nein, die haben sich selber was erarbeitet. Und das sind derzeit auch sehr häufig die größten Kritiker, die sagen, nee, so eine Politik, das können wir nicht weiter fördern und unterstützen. Und wir müssen einfach einsehen, wenn ich jetzt schon wieder höre, was die in Stuttgart die Gegensätze wollen. Was kommt von den Grünen? Alkoholverbot. Jetzt sollen wir all ernstes, der ganz normale Bürger, der Freitag, Samstag abends dort sein Bierchen trinken oder zwei oder drei, der soll jetzt kein Alkohol mehr trinken dürfen, obwohl wir die Tätergruppierung klar benennen können. Das ist doch ein Wahnsinn, was hier läuft. Dann kommen sie mit, ja, wir brauchen mehr Prävention. Leute, was wir die letzten 30 Jahre in der Sicherheitspolitik falsch gemacht haben, war genau das. Wir haben auf die links-grün-roten Soziologen gehört. Wir haben auf Prävention gesetzt. Wir haben auf Deeskalation gesetzt und wir haben auf Sozialarbeit gesetzt. Deswegen sind wir da, wo wir jetzt sind. Und wenn etwas in die Bedrücke geführt hat, dann kann ich nicht noch mehr von diesen Maßnahmen umsetzen wollen, damit das Problem verschwindet. Nein, ich sage es in aller Deutlichkeit, als Polizeibeamter war auch lange Jahre in einer Beweisung zur Festnahmeeinheit eingesetzt, also genau in solchen Krawalllagen. Und ich sage Ihnen, mit solchen Leuten können Sie nicht mehr diskutieren. Da hilft keine Prävention, keine Deeskalation, keine Sozialarbeit, da hilft nur der harte Zwangsmitteleinsatz. Alles andere verstehen die nicht. Alles andere führt dazu, dass sich der deutsche Staat lächerlich macht. Und wir haben es lange genug lächerlich gemacht. Es muss damit endlich Schluss sein. Das gleiche gilt für das Gründen dieser Parallelgesellschaften. Wir legen hier einen völlig falschen Stand mit Toleranz an den Tag, zumindest die politische Elite dieses Landes oder die vermeintliche politische Elite und auch ein großer Teil der Bevölkerung. Nein, diese Parallelgesellschaften sind brandgefährlich. Brandgefährlich. Sie breiten sich immer weiter aus in den Großstädten unseres Landes, Berlin, Hamburg, Bremen, in zentralen Metropolen Nordrhein-Westfalens. Ist der Rechtsstaat immer weiter auf dem Rückzug. Es können keine rechtsstaatlichen Verfahren teilweise mehr durchgeführt werden, weil diese Clan-Kriminellen Zeugen so unter Druck setzen, dass sie ihre Aussagen gar nicht mehr machen. Schwerste Gewalttaten werden nicht mehr sanktioniert und nicht mehr gesühnt. Bleiben völlig straffrei. Das ist der Zustand, in dem wir uns befinden. Und ich darf, weil ich das immer wieder gerne mache, darauf verweisen, dass der ehemalige Bezirksbürgermeister von Neukölln, also Berlin-Neukölln, der Heinz Buschkowski, beim Lanz in der Sendung war und dem Lanz gesagt hat, dass er war bei der Sicherheitsfrage und dann trat ein Staatsanwalt ans Mikrofon und habe geäußert für diejenigen, die sich wundern, warum in unserem Land manchmal Kuschelurteile gefällt werden, die würden bitte daran denken, dass auch wir Familie haben. Das hat ein Staatsanwalt gesagt, dann zeigt das doch, wie weit wir schon sind. Und eine Insider-Information für Sie, ich nehme ab und an den Lagebesprechungen der großen Sicherheitsbehörden in Deutschland teil. Und da war das auch Thema, weil die kommen ja jetzt weg, die machen das System der 1000 Nadelstiche, die machen ja jetzt Razzien, Geschwindigkeitskontrollen gegen diese Raser und so. Und dann hat der Schuster von der CDU gefragt, ja sag mal, haltet ihr das überhaupt auf, könnt ihr das überhaupt aufrechterhalten, diesen Kräfteansatz? Weil es geht doch gar nicht, so viele Polizisten haben wir gar nicht. Dann hieß es doch, ja, das kann man aber nicht aufrechterhalten. So viele Polizisten haben wir wirklich nicht. Und ich habe mir dann erlaubt, die zentrale Frage zu stellen, das ist ja alles schön gut.
Aber wir in unserem Land können wir nicht mal mehr rechtsstaatliche Gerichtsverfahren durchführen. Was um Gottes Willen macht ihr da dagegen? Ist das die Antwort worden? Ihr sitzt alle, das ist wohl der Preis, den wir zahlen müssen. Das war die Antwort. Und im Kreise der obersten Sicherheitsbehörden Deutschland war das ein, ich glaube, entweder Staatssekretär oder stellvertretender Staatssekretär. Wer es jetzt war, sage ich nicht. Aber, und das sollte uns wieder Hoffnung geben, das war kein Mensch, der das gesagt hat, in dem Brustton der Überzeugung eines Grünen, und der sagt, ja, den Preis werden wir halt zahlen müssen. Nee, der hat es gesagt mit dem Unterton des Bedauerns. Das ist der Preis, den wir zahlen müssen, so nach dem Motto, mit der richtigen politischen Führung könnten wir ganz anders. Aber da sitzen eben die Falschen oben. Das war so die Botschaft, die für mich rüberkam. Und deshalb, es gibt noch Hoffnung. Also es ist nicht so, ich stimme zu, dass die Lage in unserem Land ernst ist und dass sie wesentlich schlechter ist wie noch vor 10 Jahren. Aber wir können das noch rumreißen, weil ich mit vielen Sprechern sage, oh, das ist alles zu spät, dann schaffen wir das noch. Natürlich schaffen wir es noch. Natürlich, je länger es dauert, umso, sage ich jetzt mal, strikter werden die Maßnahmen sein müssen, um wieder eine vernünftige Politik zu machen. Aber wir können es natürlich schaffen. Und mir ist eins noch wichtig, und das müssen bitte auch insbesondere Leute verstehen, die der Auffassung sind, dass die CDU hier im Land auch was tut, was die ihre Sicherheit angeht. Erstens, diese unzureichende Bekämpfung des islamischen Terrorismus hat auch die Ursache, dass diese Leute überhaupt gar nicht mehr wirklich daran interessiert sind, sich denen entgegenzustellen. Warum sage ich das? Ich kann es beweisen. Der Bundesinnenminister Seehofer lässt sich vom Zentralrat der Muslime beraten. Zentralrat der Muslime, eng verbandelt mit DITIB, türkische Religionsbehörde, muss ich niemandem was sagen, weil die meisten wissen, aber vor allem der größte Unterverband dieses Zentralrats der Muslime, ATIB, wird komplett vom Verfassungsschutz beobachtet. Nationalistische Türke, überwiegend. Von denen lässt sich der Innenminister beraten. Das gleiche gilt für das Auswärtige Amt. Die Vizepräsidentin des Zentralrats der Muslime als Beraterin sogar offiziell eingestellt, an Bord geholt. Und da muss ich in aller Deutlichkeit eins sagen. Wer das tut, der macht den Bock zum Glocken. Mit Extremisten und mit Terroristen. Da, von denen lässt man sich nicht beraten. Mit denen verhandelt man nicht, die bekämpft man. Und zwar mit aller Härte und aller Konsequenz. Und wissen Sie, CDU, solche Menschen meinen ja gut, aber im Bereich Linksextremismus, weil das war nämlich der dritte Tätertypus in Stuttgart. Ja, wenigstens da sind die doch, sagt der Strobel immer Linksextremismus, weil die fehlt. Also erstens gilt es festzuhalten, dass wir im Bereich Linksextremismus eine völlig neue Qualität der Gewalt haben. Das bestätigt das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg und das bestätigt das LKA in Sachsen. Das LKA Sachsen sagt wörtlich, der Linksextremismus hat die Schwelle zum Linksterrorismus überschritten. Das sagt also unsere Sicherheitsbehörde. So, und jetzt müssten wir ja eigentlich meinen, Linksextremismus müsste jetzt bekämpft werden. Das Gegenteil ist aber richtig. Immer breitere Schichten der Gesellschaft sind sich gar nicht klar darüber, was das alles bedeutet und akzeptieren und tolerieren das zum Teil. Die Antifa, die steht nicht für Antifaschismus, wie sie Linksgrün-Roten immer behaupten. Das ist keine Grundüberzeugung, die jeder Demokrat haben muss. Die Antifa, das sind gewalttätige Gruppen in Deutschland, die Jagd auf unseren Straßen auf Andersdenkende machen und sie schwer verletzen. In Stuttgart hätten sie fast einen ermordet. Das ist die neue Qualität des Linksextremismus in unserem Land. Und alle, ich meine, Linksgrün-Roten unterstützen das oft, auch im Deutschen Bundestag, die Antifa wird unterstützt. So viel zum Thema SPD. Die ehemals große SPD, Herbert Wehmer, Brandt und Schmidt, die drehen sich alle, die legen alle 5 Meter tiefer, weil sie sich nicht nur umdrehen, sondern mittlerweile schon rotieren, was aus ihrer SPD geworden ist. Aber jetzt geht es mir um die CDU, weil dann die Leute, die behaupten, ja, am meisten und wir machen da. Fakt ist, dass die CDU in Mecklenburg-Vorpommern eine bekennende Linksextremistin zur Verfassungsrichterin gemacht hat. Mit ihren Stimmen.
um es klar zu sagen, das entstand in der Historie dieser Partei. Und wir haben die Bundeskanzlerin gefragt, anlässlich der Regierungsbefragung, Frau Bundeskanzlerin, wie kann es denn sein, dass Sie aus dem Ausland intervenieren, wenn es eine demokratische Wahl in Thüringen gibt, wo mit den Stimmen der AfD ein ganz legitimes Ergebnis hergestellt wird und Kemmerich zum Ministerpräsidenten wird, dann interveniert sie und fordert die Rückgängigmachung dieser Wahl, zeigen also im Kern antidemokratische Tendenzen. Aber wenn Ihre eigenen Freunde, die wir kennen, die Linksextremisten, die steht heute noch gegen, zur Verfassungsrichterin machen, dann machen Sie nicht, wie erklären Sie das? Was war die Antwort der Kanzlerin? Manchmal ist Politik eben so. Also bitte gehen Sie raus in die Lande und erzählen Sie das jedem, der hier noch CDU wählt. Die CDU ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Das hat nichts mehr mit Rolling Border zu tun. Die CDU versagt in nahezu allen Sicherheitsbereichen. Stuttgart ist kein Zufall. Der Innenminister lässt sich vom grünen Ministerpräsidenten in Nasenring durch die Arena führen. Also bitte alle aufwachen. CDU hat nichts mehr mit innerer Sicherheit zu tun. Es gibt mittlerweile nur noch eine Partei der inneren Sicherheit und es ist so bleibt, die AfD. Ich will zum Abschluss, weil ich glaube, das wird ja schon ziemlich lange, wenn man keine Uhr hat, drauf schaut, die Geschichte, mir ist eins noch wichtig. Weil wir ja, ich habe vorher von Rücktoranz gesprochen, ich habe von Zwangsmitteleinsatz gesprochen, bei Klettertypus von Stuttgart. Mir ist wichtig, wenn wir von Rücktoranz reden, genau das brauchen wir, die Polizei darf sich nicht weiter lächerlich machen auf unseren Straßen, sondern die muss den Gewaltverbrechern, den Extremisten entsprechend hart gegenübertreten. Das heißt, wir können immer Paradigmenwechsel. Die Eskalation hat versagt und wir brauchen jetzt eine andere Strategie. Das ist diese Rücktoranz-Strategie, aber bitte gegen die, die es auch verdient haben. Das, was wir jetzt im Rahmen der Corona-Krise des zweiten Staates feststellen müssen, Leute, das ist inakzeptabel. Man hat ganz am Anfang den Leuten verboten, alleine auf der Parkbank in einem öffentlichen Park zu sitzen. Man hat den Leuten verboten, beziehungsweise sie drakonisch sanktioniert, wenn sie die 50 Meter Mindestabstand vor der Eisdiele beim Eisverkehr nicht eingehalten haben. Man hat die Quarantänebestimmungen mit Drohnen überwacht. Es stand Überlegungen im Raum, gegen Quarantäneverbrecher so in der Art vorzugehen, dass man sie zwangsweise in die Psychiatrie einweist. Der Staat hat hier völlig überzogen. Wenn wir uns jetzt die unterschiedlichen Behandlungen bei den Demonstrationen noch anschauen, Black Lives Matter kann machen, was sie will, die ganzen Linksextremisten aus der Main, so viel zum Thema Gefährdungsanalyse und Demonstrationsverbot, müsst ihr euch mal überlegen. Denn Senator Geisel lässt jeden aus Mai zu, dass es zu massiven Ausschreitungen gegen die Polizei und gegen Ladeninhaber und zu Bübereien kommt in Berlin. Darunter sagt er keine Demo. Aber wenn Regierungskritiker demonstrieren wollen und der eine oder andere den Mindestabstand nicht einhält, dann greift er zum Verbot. Das ist doch der Aberwitz. Das ist genau der springende Punkt. Diese Ungleichbehandlung, die muss aufhören. Ich sage euch warum. Auch das, was jetzt hier wieder versucht wird, dieses Framing, dass die in Berlin oben waren, ja, kaum alles Rechtsextreme waren, die auf dem Reichstag, der Sturm auf dem Reichstag und was da alles formuliert wird. Leute, eins ist klar, eine Polizeiabstimmung wird nicht durchbrochen. Aber das, was die jetzt behaupten mit Sturm auf dem Reichstag, das hat de facto nicht stattgefunden. Dort haben Leute rechtswidrig die Polizeiabstimmung überschritten, sind auf die Treppe hoch und wenn noch etwas erstürmt wird, in dieser Masse, das waren 200 Leute, dann halten die drei Polizisten nicht auf. Das muss schon jedem klar sein. Und es war in der Anfangsphase nur drei oben. Ich will es nicht entschuldigen, und das geht es mir nicht. Es geht mir aber darum, diesen Vorfall richtig einzuordnen. Es hat hier kein Sturm stattgefunden, sondern wir sind durch die Reichstagstreppen vorgedrungen. So, das ist nicht das erste Mal. Greenpeace und die Grünen haben es 2010 auch schon mal gemacht. Wir hatten vor ein paar Wochen aus dem Vorfall, dass auch wieder Greenpeace sich illegal sogar Zugang zum Gebäude verschafft hat und sich entsprechend transparent abgesagt hat. Also wenn schon von Entwürdigung des Parlaments die Rede ist, dann muss das bitte für alle gelten. Weil wenn die so weitermachen, dass sie gegen den Regierungskritiker gnadenlos vorgehen, aber die Gewaltverbrecher, die Extremisten mehr oder weniger laufen lassen, dann wird es dazu führen, dass die Akzeptanz beim Bürger immer weiter sinkt. Auch die Kuschelurteile, die gefällt werden, das ist kein guter Weg.
Das wird im Ergebnis dazu führen, dass der Bürger sich früher oder später fragt, wenn es der Staat nicht mehr kann, muss ich das Recht in die eigenen Hände nehmen. Das können wir alle nicht wollen. Deshalb muss die Politik erkennen, dass wir hier so schnell wie möglich gegensteuern müssen. Um es auf den Punkt zu bringen, Null Toleranz gegen Terroristen, gegen Extremisten und Gewalttäter jeder Art. Aber wenn es gegen den normalen Bürger geht, dann bitte mit Maß und Mitte. Dann bitte mit Verhältnismäßigkeit. Das ist die richtige Schiene und Strategie, die der Staat vorgeben muss. Und alles andere ist ein Irrweg. Abschließend noch mein entwickelter Appell an Sie alle. Wir alle haben Verantwortung, ich habe es am Anfang schon gesagt, für unser Land. Wer will, dass in Deutschland wieder eine Sicherheitspolitik im Sinne unserer Bürger betrieben wird? Wer will, dass Terroristen, Extremisten und Gewalttäter mit Nulltoleranz verfolgt und bekämpft werden? Wer also will, dass Deutschland endlich wieder sicher wird, so wie wir es von früher kennen? Der hat bei den anstehenden Wahlen im Landtagswahlkampf 2021 und bei der Bundestagswahl nur eine einzige Möglichkeit. Der muss AfD wählen, die einzige Partei, die noch für ihre innere Sicherheit steht. In diesem Sinne bedanke ich mich.